Hallo, herzlich willkommen hier an der 5. Station. Sie befindet sich hier am Heimathaus an der Schmiede, dort wo wir für die Erstkommunionkinder auch immer die Kreuze schmieden. Diese 5. Station heißt Jesus wird ans Kreuz genagelt. Vielleicht auch gerade deswegen hier, weil auch in einer Schmiede damals Nägel hergestellt wurden, mit denen Jesus vielleicht auch ans Kreuz geschlagen wurde. Ich möchte wieder einladen, dass wir mit dem Kreuzzeichen beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wie schon gewohnt, könnt ihr hier direkt das Bild betrachten, so passend zur Station, oder nehmt es einfach in die Hand. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgatha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war. Er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es war die 3. Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift gab seine Schuld an. Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie 2 Räuber. Den einen rechts von ihm, den anderen links. Es sind große, schwarze Nägel, mit denen Jesus an das Kreuz geschlagen wird. Sie durchdringen seine Handgelenke und seine Füße. Die Dornenkrone verletzt seinen Kopf. Jesus ist am ganzen Körper verwundet. Helena zeigt uns mit einem Nagel seine blutende Schulter, auf der er das Kreuz des Friedens trug. Einen eisernen römischen Nagel hat sie durch die Leinwand gestochen. Damit will sie ausdrücken, dass die Schmerzen und die Qualen so echt wie dieser Nagel waren. Das alles ist wirklich geschehen. Bis heute gibt es so viele Menschen, die ganz unterschiedliches Leid aushalten müssen. Jesus leidet mit jedem und jeder Einzelnen mit. So fest, wie er mit dem Kreuz verbunden ist, so fest ist er mit jedem leidenden Menschen verbunden. Ihnen allen neigt sich das Kreuz zu. Bei ihnen findest du Jesus und das Kreuz der Hoffnung. Nachdem wir nun wieder das Bild betrachtet, die Texte gehört haben, möchte ich gemeinsam wieder mit euch ein Gebet sprechen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, verbinde das Leid der ganzen Welt mit deiner Hoffnung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht es weiter zur 6. Station. Diese findet ihr, wenn ihr hier den Kolpingsweg, den Kolpingsallee weitergeht. Dann kommt auf der rechten Seite die sogenannte Marienklause der Familie Berning. Dort befindet sich dann die 6. Station. Macht euch also auf den Weg und bis gleich.